Der Sparks kann eine Menge nicht. Unter anderem auch Dinge tun, wo eigentlich cool wären. Ach ja, stimmt, da müsste ich sowieso nochmal hin zurück. Ja. Er sammelt die Scheiße aber auch wirklich nur dann ein, wenn ihm danach ist, ne? Vielleicht. Sim. Immer noch 11 Leben? Wüstenpalast. Oh, daran erinnere ich mich. Das Level ist fun. Gott, wie viele Level gibt es denn hier noch? Oh, Spyro, hallo. Ich habe Probleme mit dieser Tür, aber mit der... Mach auf, sabbel nicht. Ist das Level hier? Magma-Kegel. Ich glaube, Magma-Kegel ist das, woran ich mich erinnere. Mit bösen Gedanken. Magma-Knödel. Magma-Knödel. Für ein paar Edelsteine gewähre ich dir Zutritt zur kleinen Burg da drüben. Was sagst? Alter, fick dich ins Knie. Das Portal hat seit Jahren keiner mehr betreten. Ich dachte schon, ich finde nie einen Trottel, einen so cleveren Kunden wie dich, Spike. Fucking deep shit. Das gut shit. Das gut shit. Kawaii gut shit. Gab es nicht irgendwo noch eine Mauer, wo man durchbratzen musste? Soll ich dich zu einer Welt bringen, wo du einen neuen Talisman finden kannst? Wäre cool, aber nein. Okay. Gab doch hier irgendwo eine Mauer, wo man noch durchbratzen musste. Weil da voll Secret hinter war. Found it. Sah mir doch alles ein bisschen makaber aus gerade. Außer das heißt natürlich, Sparks sammelt auf einer PS4 Pro den Kram tatsächlich mal ein. Dann können wir natürlich reden. Oder greift man deine Daten ab. Oder das. Oh, was ist das? Ein YouPorn-Account. Nein, Sparks, leg das zurück. Ich würde dich gerne kostenlos auf diese Rennstrecke lassen, Spyro. Sehr gerne sogar. Leider verlangen die Regeln der Rennstrecke die Erhebung einer kleinen Gebühr. Alter, ich freue mich schon so auf Part 3, wo ich dir den Arsch aufreißen kann. Ein schneller Rennstrecke. Wie viele Level gibt das hier noch? Will wohl wer die Zeche prellen. Und das... Das Ding hat zwei? Also... Okay, warte mal. Ich wusste nicht mal, dass es hier zwei Rennstrecken gab in der Welt. Müsste der nicht einfach dann runterfallen? Okay. Schön, prall ab, ist auch okay. Prall ab, nimm dir die Zeit, wenn dir danach ist. Ohne Scheiß, ich kann mich hier echt nicht... Gut, Spyro. Saug ein paar mehr Decks, warum nicht, wenn du gerade dabei bist.
Zählen die jetzt oder? Ja, die zählen. Das ist echt weird. Irgendwie wirken diese Level so chaotisch hier. So. Nimm das, du Jurion Ice Fanfic Fucker. Und so. Und jetzt nur noch die Bögen. Ich sagte absichtlich nur noch, weil ich genau weiß, ich kann es immer noch verkacken. Vor allem, weil Spyro irgendwie ziemlich langsam auf einmal fliegt. Oh Gottes Willen. Oh shit. Oh, das war glaube ich scheiße. Aber wir haben es auch geschafft, also von daher. Gibt es jetzt hier auch? Gab es hier? Weil ich kann mich an das Level nämlich so gar nicht erinnern auf einmal. Also ich erinnere mich jetzt nicht wirklich an ein Eislevel. Sondern ein Eisfluglevel. Müsste hier sonst irgendwo noch was sein. Gegen den Iglu? Iglu. EU. EA. Erstmal einen Iglu finden. Au. Hätte ja sein können. Ach ja, stimmt ja. Dummer Looping-Move. Das sieht mir nicht nach einem Iglu aus, aber... Nope. Ah, da! Lol. Gut gemacht, Spyro. Sieht aus, als wärst du für eine größere Herausforderung bereit. Wie wär's mit Paragliden? Du hast doch keine Höhenangst, oder? Ich kann... Klasse. Ach, egal. Ich zieh dich hinter meinem Schneemobil her und du steuerst durch die Ringe. Verpass keinen, sonst müssen wir von vorne anfangen. Warum müssen wir von vorne... Alter. Oh Gott. It feels weird. Jäger, it feels fucking weird. Lass mich bitte aussteigen. Ich konnte fliegen bis eben gerade. Es wäre um so vieles leichter. Wirklich, Jäger, es wäre so vieles einfacher, wenn du mich einfach fliegen lassen würdest. Hey. Nein. ...50 Ringe vor allem. Alter. Ich kann aber manchmal nicht sehen, ob das Mitte sein soll oder was anderes. Hey, ich hab gehört, du wärst im Fliegen richtig. Ey, ich hab gehört, du bist ein Tiger und kannst eigentlich laufen. Hey, Arrow Girl, was geht? Alter, lass mich doch fliegen, du Arschgeige von dem Tiger. Meine Güte. Ich kann so lange fliegen, wie ich will. Ich brauch dein dummes, was auch immer das ist, nicht. Dumme scheiß Schneemobil-Kacke. Aber er liebt sein dummes Was auch immer. Ja, ich liebe mein dummes Was auch immer auch, aber ne. Trotzdem zwinge ich mein dummes Was auch immer nicht immer jedem auf. Bist du also kein Veganer?
Nein, ich bin kein Veganer. Der war verdammt gut, Hol, das muss ich dir mal gestehen. Der war verdammt gut. Ich hab doch... Hey, ich hab gehört, du wärst im Fliegen richtig gut. Boah, ich hab gehört, ich kann dir deinen Pelz gut auf mein Bett nageln. Du Fickvieh. Ich dachte, du wärst im Fliegen gut. Ja, lass mich doch fliegen, du Arschkrampe. Weißt du, hängt mich an seinen scheiß Paraglider und sagt so, ich dachte, du bist im Fliegen gut. Was ein Arschloch. Okay, dafür, wenn er scheiße fährt. Mega links. Och Mann, oh, ich drück doch dahin. Spring auf die Plattform. Oh Mann. Ich hasse Jäger. Jäger ist einfach nur, ne? Alter, angesenktes Fell auf Toast. Aber so richtig schönere Streifen dran. Ja. Weißt du, ich ruf Toni den Tiger an und der verprügelt dich einfach, ey. Ich sag's dir. Lass ihn raus, den Tiger. Lass ihn raus, den Tiger. Oh, Junge. Junge. Wirf ihn raus, den Jäger. Wirf ihn raus, den Jäger. Weiter so, Spyro. Du bist ja noch besser als ich. Das heißt hier weiter so. Ich mach nicht nochmal so eine Runde mit dem, du Psychopath. Eieieiei. Hey, ich hab den Kerl damals schon gehasst, ey. Ja, aber jetzt kannst du dir seine Muppet-Fresse hochauflösend angucken. Ja, nice. Scheiße, nice. Vielleicht erkennst du auch irgendwo dieses Klappschon hier hinten am Hinterkopf, wo der Mund auf und zu klappt. Nee, das war damals. Dr. Bob, der Patient stirbt. Wobei ich es ganz ehrlich, ich mochte es ja in den PS1-Teilen, wo jeder Charakter quasi nur ein so ein vorgefertigtes Moveset hatte, wenn er mit dir geredet hat. Und das ist immer in so einem 2-Sekunden-Loop gewesen. Also es war dann Mund auf und zu und dann noch so ein bisschen anders. Einige haben sich so ein bisschen vorgebeugt, andere haben dann mal dies und jenes gemacht. Also das war schon witzig damals. Aber was hattest du damals schon eine Option? Noch ein Secret, I knew it. Naja, schweigende Helden. Soll ich dich zu einer Welt? Toll, ich bring dich... Hä? Wieso? Ich wollte doch nur Geld haben. Oh Mann, okay, gut. Mach ich halt Level. Ich halt leveln. Jäger kann nicht fliegen, das ist ja der Joke. Deswegen hofft man immer, dass er auf die Fresse fällt. Er ist halt ein Jägerschnitzel. Oh Gott, die beiden. Oh Gott, wie seht ihr denn jetzt aus? Oh nein. We have a thumbnail right there. What the fuck? Mein Bruder Händel und Ith wurden geschickt, um diese Burg zu sprengen. Aber diese fiesen Soldaten... Schön, sie haben dasselbe lispelnde Kind von damals genommen. Wenn du die Türen öffnest und den Weg versperren, kann es Händel suchen. Und dann beenden wir unsere super geheime Agentenmission. Agentenmission. Okay, sorry. Magischer MacGuffin. Ein ganz magischer. Ein ganz gaffender McMaschisch. Oh, so ein leckerer McGuffin wäre ja auch mal was Schönes, ne? Mm.
Aber dann bitte nur im goldenen Koffer. So mag ich meinen MacGuffin am liebsten. Tja, was seid ihr denn, ey? Alter, mit dem Messer im Vorlauf, Alter, ich bring euch um. Hatte dieses Level nicht auch eine total abgefuckte Mission? Hey, Munileinchen. Ach schön, der hat wieder eine MG. Oh, das ist ja wunderbar. Ne, der hat eine Schleuder. Oh, sehr kinderfreundlich. Ich meine, im Original gab es in Spyro 1 wirklich Gegner, die mit einer MG rumgeschossen haben. Und jetzt in dem hatten sie so eine Splatoon-Gun. Seltsam, ey, die muss wirklich nicht da sein. Weil Splatoon zu hören ist, ist ja der erste. Fi, wo, wer, wat? Fi, fa, fo, fam. Ich mal euch alle an. Dann seid ihr alle dran. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder im Baumarkt in der Farbabteilung Mel nach diesem Spiel Amok gelaufen sind. Nach Splatoon? Ja, einfach mal so eimerweise Flatsch. Wird schon passen. Ja, aber eine Schleuder. Alter, und der Dead Aim. Das seid ihr. Dead Aim. Der Typ spielt Widowmaker auch hauptberuflich. Hauptberuflich Widowmaker spielen. Ey, das muss ein Job sein. Du ruinierst anderen Leuten absichtlich das Spielerlebnis. Aha. Aber ich weiß nicht, wie geht's euch? Freut ihr euch schon auf die Feiertage? Also ich mittlerweile ja. Ich freue mich so richtig auf die Feiertage mittlerweile. Aber ich bin auch mega nervös, was nächstes Jahr angeht. Einfach mal kompletten Hard Reset. Den guten alten Routinemotor einmal komplett abschalten und komplett neu hochfahren und alles andere außer Windows 10 installieren. Ja, das ist meine Metapher dafür, dass ich einen Neuanfang habe nächstes Jahr. Daneben. Wie fangen die sich denn einen ablachen dabei? Ja, dann mach aber hin. Der Flaggenhüter klaut sie ständig. Wenn du ihn umhaust, kannst du sie zurückbringen. Ja, Munileinchen, den Job habe ich bekommen. Sagt, geht jetzt nächstes Jahr los. Am 2.1. Da ist denn erster das Day One. Ist mega ungewohnt. Also es ist. Ich freue mich schon drauf, dass ich einfach mal jetzt einen Job habe, der 5 Minuten von mir entfernt ist und trotzdem nice ist. Was ist denn für dich? Es hab ihn geklaut, als die vor allem, ich bin froh, dass ich einen tatsächlichen Job habe, wo Teilzeit ist. Weil Vollzeit ist so eine Sache. Also klar, du verdienst dir ein Abel und ein Ei. Also naja, das ist auch scheiße ausgedrückt. Aber es ist halt mit Vollzeit ist das so eine Sache. Weil irgendwann du stehst auf und ja. Du willst diese Flagge, Drache? Dieses Bombenspiel kann ich auch spielen. Ist schön. Ah. Also? Ah, so läuft das. Sack sie. Gah!
Wie soll man denn? Also. Der hat doch gar nicht getroffen. Also. Der hat doch Auto-Aim an. Also. Was soll ich denn? Also? Sackgesicht. Ach du ab. Ja, natürlich! Also? Arschgeburt der Bombenwerfer. Kitzel gebacken! Also halt dein Maul, mach einfach neu, Alter. Das klang gesund. Mhm. Birne. Toll. Oh ja, oh nee, das muss man mehrfach machen. Oh nein. Für die Vollzeit Kosmetikerin gearbeitet. Das sind nur 20 Stunden die Woche im Verkauf. Die richtige Mischung aus Arbeit und Freizeit ist wichtig, finde ich. Ja, ist es auch. Ich habe jetzt halt 3 Jahre habe ich jetzt habe ich Vollzeit gearbeitet. Und irgendwann macht dir diese Routine zu schaffen. Irgendwann geht dir das einfach nur noch. Es, na, auf dem Senkel ist auch so eine Sache. Aber du arbeitest halt so viel, dass du dir irgendwann denkst, so boah. Immer noch. Dir kommt dann auch der Urlaub nur noch kurz vor und also. Non-existent. Also. Kann ich nicht einfach. Warte mal. Alter, Hurensohn. Also? Also? Hallo! Also? So, erwartet. Wieso macht man sich das überhaupt so die Mühe? Mensch. Mensch. Alter! So, warum rennen? Weil Bullshit. Also. Der aimt doch. Der also. Doch an. Na komm, wir wollen ein bisschen schneller, komm. Was ist doch sonst so eilig? Orientalisches Sackgesicht. Das hatte ich damals halt, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Dass. Du hattest irgendwann so die Routine. Du stehst auf, du gehst arbeiten, du kommst nach Hause, legst dich schlafen. Und die Routine wiederholt sich. Und das macht einen irgendwann fertig, sofern du nicht. Ich weiß auch nicht, sofern du einfach nur mega Spaß in deinem Job hast. Also ich rede jetzt hier so, dass du ne, einfach deinen Job liebst. Solche Leute kann ich sowieso nicht verstehen. hier. Deswegen freue ich mich auch aktuell darauf, dass ich jetzt noch Weihnachten und Neujahr in Ruhe genießen kann und dann nächstes Jahr, ne? Nächstes Jahr kompletter Hard Reset. Ich habe dann halt nächstes Jahr 30 Stunden. Das ist gutes Mittelmaß, finde ich. Gerade wenn du halt alles hier relativ in der Nähe hast noch. Das heißt, ich werde mir nächstes Jahr auch ein Fahrrad zulegen müssen. Wenn ich ein Fahrrad habe, dann ist ja, ne? Turbo-Schorsch. On the way. Du Fickschnitzel! Ah!
Da, wo man Platz hat, ist das alles nicht so problematisch. Aber da, wo der Arsch hier immer so, hier in diesen Engpässen, da will er dich immer verarschen. Da will er dich immer, da will er fucken. Ihr Sackgesicht, Arschgeige. Nee. Man muss halt ja nicht mal rennen. Man muss nicht rennen. Doch. Die Schildkröte besiegt den Hasen. Mit einer Kettensäge. Ja, aber den Hasen essen wir und die Schildkröte setzen wir in den Zoo zum Angucken. Gut gemacht. Also ich werde nachher so eingelernt, dass ich da alles kann. Also ich kriege wahrscheinlich alle Schichten. Alles Mögliche. Also klar, ich werde wahrscheinlich dann nochmal mega früh aufstehen müssen. Aber was ich gesehen habe, irgendwie die früheste Schicht war irgendwie 5:30. Und wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, da ich nur 5 Minuten dahin brauche, tut sich da zu meinem damaligen Job, wo ich um 6 anfangen musste, nicht wirklich viel. Um genau zu sein, es tut sich ein Scheiß. Naja, du kommst stressfeuer an. Ja, weil ich nicht schon... Ich musste sonst früher los. Und, ja. Kann man sich ja denken, wenn du früher los musst... Oh Gott, Jäger, was willst du? Die Affen sind aus dem Avalazo ausgebüxt und ich soll sie einfangen. Aber sie bewerfen Comic mich Dance, mit Kokosnüssen und das tut weh. Kannst du mir helfen? Workaholic ist und für seine Arbeit lebt, ja. Ich verstehe Workaholics eh nicht. Stürme einfach gegen den Baum, bevor ich getroffen werde. Ich kann die fallenden Affen fangen. Scheiß kannst du. Jäger, was kannst du eigentlich? Oh meine Güte. Diese Mission macht mich sowieso auf verschiedenen Ebenen aggressiv. Du kannst sie fangen, bevor... Ich sehe, wie du das kannst. Scheiß kannst du. Wo willst denn du hin? Diese Mission macht mich aggressiv auf verschiedensten Leveln. So. Danke, Spyro. Bitte nimm das hier. Das hatte einer der Affen dabei. Ja, die Reignited-Trilogie sieht echt geil aus. Also von grafischen her sieht's echt nice aus. Das ist absolut kein Vergleich zu damals. Aber es spielt sich halt auch verdammt gut. Gibt's da so kleine Kleinigkeiten, wo man dann und wann mal ein bisschen am Mäkeln sein kann, aber... Es gibt Schlimmeres, um ehrlich zu sein. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Weil manchmal ist Sparks ein bisschen arbeitsfaul und will den Kram nicht aufsammeln. Manchmal... Ja, im ersten war nämlich die Plattform schlimm. Was hier jetzt auch nicht mehr der Fall ist. Also jetzt hier im zweiten ist es schon um einiges besser. Aber im ersten waren halt die Plattform manchmal ein bisschen wonky. Und durch die Bank durch. Ja, egal. Ja, aber Jäger war damals schon ein Problem, also das kannst du nicht. Oh, Sprengstoff. Aber generell, ich liebe auch schon das Design von den Edelsteinen. Ich weiß, ich sag das ständig, aber guckt euch die mal an. Jetzt, wo Sparks gerade sowieso mit Essen beschäftigt war. Sieht einfach so fucking nice aus. So ist Anfang des Levels. Forky. Allein schon die Animation, schon lustig zu steuern. Ne? Vom Steuern her ist es echt nice. Wie gesagt, außer diesen zwei Punkten, wo ich gerade genannt habe, aber sonst ist es echt super. Okay, und Hänsel und Gretel sehen aus, wie sie aussehen. Gay. Hänsel und Gretel. Oh, Kamehameha! Evil Containment Wave! Vor allem, also ich finde ja persönlich
Für 30 bis 40 Euro ist das echt immer noch ein super Deal. Gerade weil es super aussieht. Sich super steuern, ist es, ne? Es ist schon nice. Es ist schon was Nices. Aber bislang haben wir hier alles auf 100%. Ist doch nice. Aber das wird sich noch ändern, weil ich weiß, es gibt hier ein Level, wofür ich diese Stampfattacke brauche. Die habe ich nicht. Beziehungsweise die kriege ich erst in der letzten Welt. Dann will ich mal machen, wo das ist. Oh Gott, ja, das ist das Level. Alter, die Schweine. Das Schwein. Hallo, Herr Drache. Für einen Vierbeiner bist du ganz hübsch. Ich würde dich gerne im Tempel rumführen. Aber ein paar gemeine Erdwürmer haben ihn in Stein eingeschlossen. Oh ja, der Kram. Boom. Danke für die Rettung. Aber es sind noch mehr Satyren in Stein gefangen. Ja, euer Level ist mir böse im Kopf geblieben, möchte ich nochmal so erwähnen. Gerade weil es wieder mit Jäger nachher eine Mission gibt, worauf ich ehrlich gesagt wenig Nerv habe. Ich meine, man muss ja mal sagen, es hat immer einen gemeinsamen Nenner. Man könnte aber auch sagen, es hat alles einen gemeinsamen Jäger. Aber wie ist das Essen? Das ist Essen. Wir sind die Jäger. Schnitzel. Jägerschnitzel. Ein gesamter Körper wurde in Stein eingeschlossen und war praktisch tot. Oh, erstmal Musik machen. Na, es ist Spyro, da brauchst du keinen Kontext. Au. Uff. Big Uff. Also, um Spyro zu erklären, du rennst durch die Gegend, du sammelst Zeug. The End. Aber ja, richtig, borgt mich wieder aus. Ist okay. Boah, aber hol. Mhm. Ich habe ja gestern Abend noch eine Folge von Metal Alchemist geguckt, ne? Mhm. King Leslie ist was? Der Typ ist so cool! Warum ist der so? Warum ist er, wie er ist? Warum nicht? Weil er so fucking cool ist! Quäh. Er ist so ein cool Opa! Mann, ey. Wäre ich so müde gewesen, hätte ich glatt noch weitergeguckt eigentlich. Diese Bäume. Mann, ey. Ich würde auch so gern so schlecht Dudelsack spielen können, dass davon Steine explodieren. So hieß er doch, oder? King Leslie? Bradley. Bradley. King Bradley. Irgendwas mit Lee am Ende. Wie schön, frei zu sein. Jetzt. King Bradley. King Stanley. So ein guter alter Stan. So ein cooler Dude.
Ich meine, er ist ein total netter Typ. Abgesehen von der Tatsache, dass er nicht tot sein will, aber er ist ein total netter Typ. Mhm. Irgendwie ein bisschen schwund ist immer. Vielleicht kannst du helfen. Meine Freundin ist in dem Raum eingesperrt und der Schlüssel ist weg. Und um diese Uhrzeit arbeitet kein Schlüsseldienst. Oh nein. Es arbeitet kein Schlüsseldienst. Oh nein. Die Tragik. Sind die wie beim Gesundheitsamt an, nur 2 Tage die Woche und dann... Oh boy. Du hast alle Saathürden in den zerbrochenen Hügeln befreit. Jetzt solltest du den Tempel erkunden. Geil. Sorry. Schubs, Schubs. Und daneben. Autsch. Schubst und schubst und schubst. Du mit deinem scheiß Auto, ey. Schubs, Schubs und Schubs und Schubs. Alter. Die haben ja ein bisschen leid, ne? Nein. Nein. Ich meine, die stehen in der Lava und gucken dich noch an, so hat dem Motto. Okay, bye, bye. Warum tust du das? Warum tust du mir das an? Ich hatte Steinkinder. Ich dachte, du wolltest uns sammeln. Du solltest uns erlösen, nicht unseren Untergang bringen. Dann wirst du einfach nur einen Stein in Lava. High Ground. Oh ja. Star Wars Referenzen. Werden niemals alt. Jetzt ist der Stream automatisch 20% cooler. Honk honk. Ich möchte den Tempel. Mit Megaturbo. Mag Megaturbo. Wow. Okay, das ist mehr als nur Megaturbo. Okay. Cool. Kann ich nicht einfach... Ach, man kann da nicht springen. Ganz tricky. Grrr. Grrr. Wupp. Alter, wie soll man das denn... Das haben sie echt nicht verändert, ne? Ich meine, das hätten sie doch mal ein bisschen besser machen können jetzt. Es war damals im Original schon schrecklich, das zu kontrollieren. In den Hyperspeed-Kram hier. Ja, dann habe ich schon wieder keine Ahnung. Ich muss hier lang. Da ist aber er erstmal im Weg. Sackgesicht. Steinernes Sackgesicht. Geh weg! Daneben. Uff. Big Uff. Bordele. So, wollen wir mal schauen. Jetzt müssen wir ja so hier, hier. Dann war das rechts. Gut. Dann Turbo, Turbo rechts. Turbo, Turbo. Hyper, Hyper. Schön, sie haben es nicht gefixt. Das war nämlich damals schon ein Problem. Hi. Problem? So. Das Nervigste ist einfach halt immer, dass man immer wieder komplett zurückrennen muss, wie so ein Bekloppten. Aber gut, der Speed ist ein bisschen leichter zu kontrollieren als damals. Das muss ich mal sagen.
Das liegt aber auch daran, weil die Steuerung an sich um einiges angenehmer ist in diesem Spiel jetzt. Oh fuck. Oh fuck. Geht doch. Easy. Oh, erster Versuch. Hast du diese Tür für mich aufgebrochen? Ich dachte schon, ich komme hier nie raus. Warum habt ihr alles Jojos? Bitte nimm sie. Nee, damals im Original war das... Ui. Im Original war das damals ein Big Uff. Aber ein noch größeres Uff ist das hier. Genau das hier. Einfach stillhalten, hat er gesagt. Ich verwandle deine Stiefel in Gold, hat er gesagt. Oh, hi Spyro. Schön, dich zu sehen. Es wäre echt toll, wenn du den Alchemisten aufspüren könntest. Er schuldet mir was. Ich meine, wir können... Machen wir das? Nee, ich glaube, wir lassen ihn da. Komm, wisst ihr was? Wir lassen Jäger einfach da, wo er gerade ist. Wir können das halt sowieso noch nicht fertig machen, komplett. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich da heute auch keinen Bock drauf. Versteht ihr? Zephian, Bock. Okay, sorry. Ich werde mich bessern. Versprech's. Nein, wirst du nicht. Du hast recht, werde ich nicht. Aber schön, dass du immer noch des Lügens mächtig bist. Nicht wahr? Mal sowas verlernt man schnell. Ja. Wirklich? Nein, das war gelogen. Da gibt sich so viel Mühe, es sich eine Lüge für euch aus dem Arsch zu ziehen. Das ist wirklich was Gutes? Nein. So, mal gucken, wie komme ich überhaupt in den vollen Tempel rein? Au! Das war unnötig, Junge. Wo komme ich denn da? Ist ja gut, ist ja gut. Netter Versuch. Du! Big Uff. Da ist der Tempel, aber irgendwie keine Ahnung. Kann ich da einfach so hinmarschieren? Ich kann da einfach so hin, okay. Das wäre doch so einfach. Oh, hi, Drachenjunge. Sicher erwartest du, dass ich sage, oh, mein Held, danke, dass du mich, armes, hilfloses Wesen, gerettet hast. Vergiss es, Kurzer. Ich war nur hier drin, weil es so schön still war. Aber, tja, die anderen Faune wollten, dass ich dir diesen Talisman gebe. Wisst ihr, so werde ich irgendwie immer abgeblitzt, nur dass es meistens keine Ziegenfrauen sind. So, ich glaube. Ja, wisst ihr was, wir kommen hier sowieso. Wir müssen sowieso hier wieder hin, weil wir ohne die Stampfattacke sowieso nicht weiter können. Getting jiggy with it. Ich überlege schon, wie lange ich heute überhaupt noch mache. Mal gucken. Streamen wir eigentlich noch? Falls ihr wollt irgendwie neben mir anfangen. Ja, zwei Kugeln, genau. Magma-Kegel, gut. Habe ich das letzte Level jetzt, ne? Wann ist das letzte Level in der Welt? An das Level habe ich mich erinnert. Horgen, Schnorgen, Horgen. Yo. Oh, fuck it. Mein Kumpel wurde gerade einfach terminiert. Kern zerstört. Ist nicht so schlimm.
Das kann man ausbessern. Gibt andere C4s. Hallo Spyro, du bist bestimmt in Fauna, der Party hier. Die fällt aus, weil die doofen Erdformer den Vulkan ausgelöst haben. Alter. Das ist deine Sorge. Nochmal ihr? Was soll ich denn jetzt besiegen? Ach, genau so. So war das. Das machen die, die aus irgendeinem Grund Feuer anfassen können. BZW Magma-Kugeln. Ich mein, seid ehrlich, könnt ihr das nicht? Der Lacher. Weak. Zack. So. Karma, vielen Dank für deine 10-Euro-Spende, mein Dude. So, warte mal. Wie kam man hier nochmal? Kam man noch hier hoch? Kam das später. Ich finde die Musik geil. Hört ihr es im Hintergrund? Dieses oder ist es hohl? Eins von beiden. Nee, ich höre in der Musik hier immer nur so ein. Nee, das muss die Musik sein. Hätte ja sein können, dass du so machst. Nö, ich spiel gerade keine Age of Empires. Kam das davon oder was? Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Warum nicht noch Geld? Geht doch. Sing. Destroyed. Nee, aber ich glaube, ich mache hier heute wirklich noch diese Welt fertig. Aua. Und dann beim nächsten Mal machen wir dann, also morgen, machen wir dann Spyro 2 fertig und machen das dann quasi auf Platin. Das sollte vom zeitlichen her. Wobei, ich sage jetzt einfach so, dass wir es auf Platin machen, weil ich genau weiß, dass wir hier einige Sachen machen müssen, wo ziemlich tricky werden können. Ich meine, allein diese ganzen Flugrekorde. Das könnte witzig werden. Au. Gut, dass der Impressoft-Hammer bei sich hatte. Geh auch nie ohne meinen aus dem Haus. Die immer alle so unzerstörbar sind. Fuck! Schön. Roasted. Warum Sparks als Leben hier? Das ist eine gute Frage eigentlich. Ist einfach so. Ja, die brauche ich für eine Trophäe. Also Draghi meinte, dass ich das für eine Trophäe brauche. Deswegen, es sollte aber alles im Bereich des Machbaren sein. Ich habe noch nicht mal so wirklich in die Trophäenliste geguckt, eigentlich, was man genau braucht. Aber es sollte nicht so schwer sein. Halt, einige Könnerpunkte könnten ein bisschen böse werden, aber das war's. Spyro, magst du da bitte? Mal lang gehen. Oh Gottes Willen. Mach es halt noch closer. Hm?
Kann ich einfach... Kann ich. Aha, ich wusste es doch. Oh nee, Eisphysics. Oh nee, Jäger. Ich dachte, ich habe dich extra in dem anderen Level zurückgelassen. Hey Spyro, sieh mal, was ich für eine coole Höhle entdeckt habe. Spielen wir ein Spiel. Ab und zu platzt Kristallpopcorn aus dem Boden. Wer zuerst 10 Stück erwischt, gewinnt. Bereit, wenn du es... Kristallpopcorn. Schade. Shit. Du Ficker! Gemobst. LOL. Ey. Es gab ein Achievement dafür. Hier ist eine Kuh. Hat sich ja gelohnt. Jo. Einfach geklaut im Sack. Ich gebe dir noch eine Kugel, wenn du nochmal gewinnst. Bereit? Lass mal, diesmal wird das Spiel richtig Bullshit. Weil ich immer weiß, wo die Scheiße rauskommt und du nicht. Vor allem, Jäger sieht auch echt... Ne, der sieht echt nice aus auf seinem Porträt. So richtig genervt. Nope. Nope. Fucking. Aber er hat's auch nicht gekriegt, glaube ich. Nix da. Jos! Und... George! Du bist echt gut. Ich muss mir wohl schwierigere Spiele ausdenken. Nimm erstmal diese Kugel. Ey, aber ich will zusammen, du Sackgesicht! Skop. Gut, das ist schlimmer in Erinnerung. Ich sag ja, und wieder ist der gemeinsame Teiler Jäger. Schnitzel. Oh, ich hab so Bock auf Schnitzel, ne? Woran das liegen mag. Hm. Ui. Oh, Geldsack, ja. Ich hab ja gerade erst Geld ein bisschen wieder zusammengekriegt, ne? Geld, Geld, Geld. Geld. Wenn das mal nicht mein bester Kunde ist. Alter, Geldsack, aka der Duschbag-YouTuber von 2018. Für eine einmalige Gebühr von ein paar Edelsteinen kannst du ihn benutzen. Boah, Alter. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Ich will es nicht so beschreiben. Am Ende kommen dann noch Credits, wo er so Adjust-the-Prank-Videos aufnimmt in den Kulissen. Ja. Jetzt gehe ich zu dem Sparko hin und verlange 1000 Rubine, damit er durch die Tür darf, die ich vorher abgesperrt habe. Warte ich, dass das so passiert. Ja. Auf einmal macht Geldsack wirklich nur noch Prank-Videos. Ja, geil. Die Combo ist real. Gib mir 50.000 Rubin und das Spiel gewonnen.
Just a prank. Krieg ich jetzt meine Rubine zurück? Just a prank. Wie werdet ihr eigentlich Weihnachten verbringen? Also bei uns ist es eigentlich immer nur so, wir verbringen eigentlich immer nur den ersten, also halt Heiligabend und den ersten Weihnachtstag zusammen. Und am zweiten macht eigentlich jeder so sein eigenes Ding. Aber bei uns läuft es in der Regel so, wir machen das, an Heiligabend gibt es halt so den Klassiker, Würstchen und all so ein Blödsinn. Und zum ersten Weihnachtstag macht meine Mutter dann Pute. Also halt, wird groß aufgetischt. Und ja, eigentlich ist es ganz chillig bei uns. Meistens sitzen wir dann nur zusammen, gucken Weihnachtsfilme, die dann irgendwo laufen. Oder schmeißen irgendwie was anderes an. Aber meistens ist es halt einfach super gechillt. Nichts Besonderes. Nee, ich muss mal gucken, vielleicht streame ich am zweiten Weihnachtstag auch schon wieder, ich weiß es noch nicht. Gewagt. Ja, wenn ich dann sowieso nichts zu tun habe, warum nicht? Dann kann man auch den Stream und tatsächlich ein bisschen produktiv sein. Also ich denke mal, Spyro werden wir bis dahin vom Tisch haben, schätze ich jetzt mal. Aber ja, da ist es bei uns halt Basic Christmas. Nichts Besonderes, nichts Schockierendes. Außer der Bullshit hier. Das ist Bullshit. Richtig, mach zu den Deckel. Dass du einen Deckel auf den Vulkan gesetzt hast, Spyro. Gute Idee bestimmt. Etwas zu heiß. Hier ist übrigens ein Talisman, den ich für die Party aufgehoben habe. Du hast ihn mehr als verdient. Boy. Nee, ja, Geschenke habe ich eigentlich auch schon so gut wie alles jetzt zusammen. Beziehungsweise ich warte jetzt darauf, dass der Rest ankommt. Aber ich kann Montag schon die ersten Sachen verschicken. Hey Spyro, du kommst gerade passend zur Party. Ah ja. Nur haben die blöden Lava-Monster unsere Hüte gestohlen. Und ohne Partyhüte können wir nicht feiern. Warum haben die das? Ah, die Tröte ist real. Ach so. Der Meinung bin ich aber auch. Ey. Diese Tröte dabei auch immer klingt, ey. Genauso. Ähnlich rostig. Hey Angel. Snipern dumme Lava-Monster mit Partyhüten ab. Ich meine, was macht ihr so in eurer Freizeit? Richtig. Tröd. Boah, Alter. Yeah, go fuck yourself. Ach du Scheiße. Das ist noch so eine Pimmelbacke gewesen. Och, Mann. Das ist doch scheiße.
Ist das dein Ernst, Junge? Hä? Er ist doch gerade aus dem Mund verloren. Was machst du denn jetzt? Oh Mann. Okay, immerhin habe ich schon mal alle Edelsteine. Aber leider stört mir schon mal die Seelensorge. Dann nur noch das irgendwie abschließen hier. Aber bislang läuft ganz gut. Also Jäger ist weiterhin Jäger. Ein Jägerschnitzel. Das Ding da unten will einfach nicht. Da geht doch. Ist nicht so schwer. So ein geiles Deo gefroren. Das habe ich auch noch nie jemanden sagen hören. Boah, ich habe so ein geiles Deo gefunden. Was sollte es jetzt als Geschenk oder wie? Ich bin jemand, ich schenke ungern so Parfüm. Ich habe immer so das Gefühl, das kann man so interpretieren nach dem Motto, boah, dusch dich mal. Du hast die Party gerettet. Hier, das war unter den Käsebällchen. Hätte mir fast einen Zahn daran ausgebrochen. Ich wollte gerade sagen. Nee, meine Mutter hatte die Idee geäußert, weil mein Vater ja so ein Fan von irgendeiner Serie, von irgendeiner Sendung auf dem ZDF ist. Irgendwie, wer weiß denn sowas, heißt das oder so. Und da soll es irgendwie ein Spiel zu geben. Und da habe ich gesagt, so bevor mir solche Shovelware ins Haus kommt, habe ich immer mal was Vernünftiges besorgt. Mein Hallo, ich schenke dem. Ich sorge da nicht dafür, dass irgendwelche fucking Shovel wäre. Ne? Okay. Ja, Parfüms sind an sich schön. Solange man sie nicht in einem Bus absprüht und dann deswegen man noch mehr Verspätung hat als ohnehin schon. Und ja, das ist mir schon mal passiert. Deswegen, ja. Ne, warte mal, da war ich jetzt. War ich da jetzt? Nee. Nee, ich war hier noch nicht. Ich muss also noch ein Level machen. Okay. Ja, dumm gelaufen. Oh, dumm gelaufen, ey. Dumm gelaufen, Timmy. Akku ist fast leer, das ist ja wunderbar. Das lese ich ja nur ständig bei dir, du Scheißding. Scheiß Handy, Kack, Scheiß Kack. Ach, das Level, ja. Shit. Hungry, hungry Hippos. Mega-Hippos. Spyro, wie gut, dass du da bist. Ich wollte eine Beere aus diesem magischen Beerenstrauch holen, aber ich bin zu schwach. Du bist zu schwach? Wenn du stürmst oder ihn entflammst, fällt eine leckere Beere raus. Allein eine Plauze hat mehr Körpermasse als ich. Okay, läuft. Achso, habe ich jetzt Schaden genommen, weil ich gegen das Schwein gelaufen bin? Das kann es ja wohl nicht. Nee, das kann nicht sein. Das wäre ja absurd. Ja. Ah, die Kombo. Die gute 1-2-Kombo. Ich hätte gedacht, das hier würde erst... Ich hätte echt gedacht, das Level hier war am dritten. Ich habe mich schon innerlich auf Boss eingestellt. Boss. Warum willst du... Spyro, wirklich, müssen wir wieder unsere Diskussion abhalten. Danke, ist auch leider. Ich müsste vorher noch was essen.
Ja, also ich mache jetzt aber nicht mehr so lang, also weil ich muss auch noch mal irgendwann heute was essen, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich hatte jetzt auch gedacht, so, wenn wir die Welt fertig haben, wir haben hier tatsächlich fast alles 100% in der Welt, ist ja das Gute. Können wir denn morgen direkt, wenn die dritte Welt fertig machen, ergo das Spiel soweit fertig machen? Na, also, so habe ich mir das gedacht. Aber denken ist ja sowieso nicht meine Stärke. Ich nehme tatsächlich Schaden durch die Sau. Das ist ja Frechheit. Das ist ja eine Frechheit, ist das. Also Spyro, jetzt stellst du dich aber an. Wir sind hier nicht an der Kasse, also, ne? Geht doch. Hey, ach super, das Level kann ich auch nicht fertig machen, weil mir hier was fehlt. Das ist ja ganz faszinierend, das kann ich auch nicht fertig machen. Halt den Sabbel, ich kann hier sowieso noch nicht hin. Ja, wisst ihr was, dann rushen wir das Level hier, das ist ja Blödsinn. Wie lange war jetzt diese Rakete unterwegs? Ey, das ist ja Blödsinn, dann werde ich hier sowieso wieder nicht... Ach, Mann. Hey, Quack, shut the fuck up. Hm? Cooler Dude, ja, waren drei und was heute. Meine Stärke? Wie meine Stärke? Ich kann Sachen anzünden. Das ist ein cooler Duden. Der coolen Duden. Der Duden-Kuden. Der Doden-Hoden. Okay, so. Was hatte der denn gerade für einen Anfall? Voll Stealth-Kill. Nice. Nee. So, Zonk. Du auch. Komm. Hier wird nicht geschnackt heute. Wird nicht geschnackt, wenn ich Hunger habe. Sonst wird das nur noch abgefuckt. Ich find's auch geil, wie er einfach an den Viechern vorbeiläuft. Like he doesn't care. Fick dich weg, Bowsette. Du machst hier ja nicht. So. Ach, das ist das, okay. Zim, zim. I will speed. Definitely mal. Meine Fähigkeiten sind mal wieder extraordinär. Babu. Ach so. I will spit on it. Okay. Okay, I know the way. I will spit on your tree. Renn halt. Ach, ich muss ja sowieso wieder hin zurück. Danke, dass du mir hilfst. Jetzt können wir immer Beeren essen. Hier, ein Geschenk von uns plus Pferden. Du Hippo, Hippo. Hyper, Hyper, Hippo, Hippo. Ja, den restlichen Kram haben wir auch dann beim nächsten Mal, weil das ist ja Blödsinn, jetzt hier noch großartig mal anzufangen. Hm? Ah. Hm? I have no idea what this is. What is this shit? Hungry, 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 hippo, 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 hippo. Der muss ja sowieso noch den Boss müssen wir sowieso wieder auf Perfect schaffen, davon mal abgesehen.
mal gucken. Ich bin auch heute irgendwie ein bisschen müde. Weiß auch nicht. Ich hatte auch keinen Kaffee. Ich hatte keinen Kaffee mehr im Haus. Gut gemacht, Spyro. Nun, da du alle 14 Talismane besitzt, kann dein Handbuch das Schloss öffnen und du kannst gegen Galb kämpfen. Du musst durch das Loch im Boden springen, um Ripto und Galb zu erreichen. Ich kann dir ein wenig helfen. Ich habe ein paar Pterodaktylen aus der Skelos-Einöde gezähmt. Sie werfen dir Objekte zu, die dir im Kampf gegen Galb helfen. Ich erinnere mich an den Kampf. Hä? Wo fehlt denn jetzt hier was? Warte mal. Hier fehlt einiges an Geld. Laut Sparks aber da hinten irgendwo. Was soll denn das sein? Es fehlt ja auch noch eine Kugel. Ja, am Dach längs. Es sieht mir nämlich nicht danach aus. Die Richtung hier? Da hinten, ja. Oh shit. Oh, das wird knapp. Oh, das wird spicy. Ui! Weite Ferne. Och, wie nice. Fehlt hier trotzdem noch Geld. Wahrscheinlich wieder Zeug, wo Sparks nicht eingesammelt hat. Das sind doch jetzt wieder nur Gerüchte. Nein. Doch. Nein, doch. Oh. Hm. Die Sparks zeigt dir das, ja. Das ist ja das Gute. Das haben sie jetzt nämlich eingefügt, dass du in jedem Teil von Anfang an dir von Sparks anzeigen lassen kannst, wo Schätze sind. Was aber verdammt gut ist, weil ja zum einen ist Sparks manchmal ein bisschen faul und sammelt den Kram nicht auf. Und dann suchst du dir natürlich elendig einen Ast ab und fragst dich irgendwann so, Alter, ich hab doch alles. Und dann sagt Sparks so, nein, fuck you. Von daher, das ist schon geil, dass Sparks dir anzeigen kann, wo das ist. Gerade wenn das hier so im Gras ist. Dann sieht man es nicht unbedingt immer. Finde ich schon ganz gut eigentlich. Hui! So, den Boss müssen wir jetzt auf Perfect machen. Das möchte ich heute noch schaffen. Endlich ist Avala unser. Du verdienst eine Belohnung. Was ist denn, Junge? Oh, die Fee. Hier, bitte. Rip. Das war mein Umhang. Drache, du gehst mir langsam echt auf die Nerven. Du gehst mir auf den Sack. Du bist Fackelatem. Geil. Es ist Zeit. Wie war der nochmal? Man musste irgendwie jede Menge Zeug nach dem Kerl schmeißen, das weiß ich noch. Das auf Perfect dürfte witzig werden. Sammel die Edelsteine da, ich zeig dir nachher, wo die sind. Muahaha. Mach ihn fertig und du kriegst so viele Feen, wie du es. Das hat ja gut angefangen. Das fängt ja super an. Es stormt auf dich zu und trifft dich nahezu instant. Whoopty fucking do. Hä? Man kann dem nicht ausweichen. Wie soll man das auf Perfect machen? Hä? Ja. Soll ich denn da... Wie soll ich das denn machen, wenn der auf mich zurennt? Dann
seine fucking Hitbox schon da sonst woanders ist. Was ist, wenn ich einfach... Ja, kann ich auch nicht. Ja, aber was soll ich denn da machen? Hallo, was ist das für eine fucking Hitbox? Was ist das denn? Wie soll man das denn schaffen? Hä? Oh Gott. Das hat jetzt irgendwie funktioniert. Ich muss eine ganz merkwürdige Richtung fahren dafür. Alter, das wird mehr Glück als alles andere. Das war Bullshit. Och ja, natürlich trifft mich das auch. Ach man. Hier gehen wir ein paar Mal Game Over. Das weiß ich jetzt schon. Das so funktioniert, dass man muss irgendwie ganz merkwürdig auf ihn zurasen. Ey, weil die Scheiße auch nicht nah genug an ihm dran ist, ne? Ach komm. Das wird ätzend. Na komm. Fuck yourself, komm. Das wird richtig ätzend. Da gehen meine gesamten Leben jetzt bei Flöten. Durch den Scheiß hier. Ja, das hab ich raus. Aber bis hier mal was losgeht, das dauert ja ewig. Auch schön. Ja, mach meinen Kram halt kaputt. Okay, ich hab ihn mal getroffen. Ja, das ist easy. Das kriegen wir hin. Ja, du mit deiner Auto-Aim-Kacke. Also sag mal, was ist denn das? Alter, das ist ja echt scheiße. Dieser Auto-Aim-Scheiße. Ich wollte gerade sagen, habe ich ihn jetzt mit Endlos-Loop oder was? Ja, stimmt ja, er macht dann ja alles kaputt. Gut, er zielt immer so vor ein, quasi. Einfach in die andere Richtung dann. Okay. Ja, mach die Scheiße bloß nicht vorher auf. Och, was ist das denn jetzt? Oh Gott. Oh Gottes Willen. Geh doch auf. Treffer. Oh nice. Gleich nochmal. Weil das nicht von der Shockwave getroffen wurde aus irgendeinem Grund. Oh Gott, das wird nicht nett. Haken schlagen. Natürlich! Du Fickschnitzel! Krypto müssen wir auch so machen, ne? Ich meine, Krypto müssen wir genauso machen. Auch auf Perfekt. Alter, wer sich das ausgedacht hat, ne? Der muss mich gehasst haben. Oh, schmeiß die Scheiße doch jetzt mal ab. Wäre schön, wenn die mal wirklich ein bisschen schneller runterfallen könnten. Jetzt sei es jetzt aus eine scheiß Nase gefallen. Das hat mich doch nicht getroffen, Mensch. Le Bullshit. Komm jetzt mal. Diese Ladezeit.
Ja, was ist das denn für ein Blödsinn hier? So, komm mal ein bisschen zackig hier. Ey, das ist doch fucking Bullshit. Auto-Aim-Kacke. Was soll man denn dagegen machen? Mann, natürlich nicht. Ich muss am besten rennen, glaube ich. Das ist... Alter! Das Aim von dem ist definitiv zu true. Und meins ist definitiv scheiße, weil ich hier immer perfekt stehen muss dafür... Alter, das ist dumm! Alter, das ist kernretarded! Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Oh, komm jetzt hier. Ja. Sehen wir mal den Game Overscreen, ist auch mal was Neues. So. Die Scheiße fliegt ja nicht mal richtig. Könnt ihr mir jetzt bitte nur noch Raketen geben? Die treffen wenigstens. Oder wenigstens überhaupt mal was? Alter. Nein, das wollte ich haben. Oh Mann. Man hat die Technik, die ganzen Bosse umzudesignen. Das ist schön. Ich hätte es mir nur gewünscht, wenn denn mal... Oh, hi. Nein, 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 nein. Schluck. Okay. Dann nehmen wir die Hälfte. Wunderbar. Dann mach lieber den Blödsinn. Da weiß ich wenigstens halbwegs, wie ich das machen kann. Aber da habe ich immer das Gefühl, du verarschst mich. Oh. Da muss es jetzt erstmal bumm machen. Oh Mann, das wollte ich haben. Oh Gott. Dem Scheiß ausweichen ist echt. Nein! Mann! Och. Es ist ja nicht mal, es ist ein Teil einer Trophäe. Ich kriege ja nicht mal was dafür. Außer höchstwahrscheinlich ein Game Over. Alter, ja, den Boss auf Perfect. Geile Idee. Voice for fucking Bob. Der Scheiß hier. Der Kram. Das ist das, wo ich mir sag, so, das ist Bullshit. Da haben sie es mit seiner KI ein bisschen zu gut gemeint. Gerade sagen, fliegen die jetzt nicht mal weit genug oder was? Braucht er dafür die Könnerpunkte und die brauche ich ja alle. Scheiß Pennerpunkte, ey. Oh Gott. Na, zum Teil ist das schon Glück, ey. Dass er sich mal entscheidet, ein bisschen dumm zu sein.
Das war doch schon weg. Und guck mal hier. Es kriegt zweimal Raketen. Das wäre so easy Damage. Ja. Hey, Draghi. Du bist so ein Wichser, ey. Ich glaube, die Maripto ist so schlimm. Na komm. Tom hier vor allem. Dass der Kram auch mal verschwinden muss, ey. Hat sich da jetzt ein fucking... Hat er sich da oben jetzt festgeglitscht? Ach ja, der hatte sich da oben echt festgeglitscht. Ich glaube, meine Socken tanzen. Er hat sich da oben festgeglitscht gehabt. Was, das nur 100% hat? Nee, ich muss das doch jetzt machen, sowieso. Wenn du das auf 100% hast, wenn du jetzt mal hast, du nur umständlich irgendwie das Fall. Wieso? Ich muss es doch so oder so machen, also von daher. Ich muss es so oder so machen. Also wenn ich es jetzt habe, dann habe ich es hinter mir. Und Leben sind jetzt auch nicht so wichtig. Mach auf, Ei. Hehe. Raketen sind OP. Oh Gott, okay. Okay, gut. Na gut, war eh nur ein Fass. Aber natürlich explodiert auch das Ei in der Luft. Because why not? Das ist pure Reaktionszeit mit dem. Pure Reaktionszeit mit dem Dude hier. Und purer Winkel. Da, das fucking Ei explodiert in der Luft. Was ist denn das? Boy. Okay. Ich schaff das. Believe. Nö. Wenn ihr jetzt nämlich in mich believe, dann habe ich es jetzt geschafft. Und muss das denn nicht nochmal machen? Versteht ihr? Ja, aber wenn du es nochmal machen musst, dann bist du hart genervt. Und die Leute lieben es, wenn du hart genervt bist. Das ist mir neu. Komischerweise schalten die Leute immer dann weg, wenn ich hart genervt bin. Ja, weil Vivi dann anfängt zu streamen. Nein! Ich hatte es. Und dann springt diese fette Sau in die Luft. Fette Schwein. Oh. Man kriegt auch zu Anfang nur fucking dumme Fässer, die dumm scheiße sind, ey. Ich schaff das auch so. Letztes Leben, nice. Nein, ich mache es nicht nach dem Game. Ich mache das jetzt. Ich schaff das. Wieso trifft mich das? Das ist doch dumm. Oh nein, wir sind Game Over. Jetzt müssen wir da wieder rein. Das erneut entzündet. Ist das eure Entschuldigung für noch einen Ladebildschirm? Komm jetzt. Meine Güte, brauchst du einen Zippo oder was?
Ach so, ich soll da jetzt auch noch mal ganz hinlaufen. Ja gut. Ich hab das bei den... Ich hab das bei fucking Crush geschafft. Ich schaff das bei dem Hurensohn jetzt auch. Gadgets. Ne, Gadgets gibt's nicht. Gadgets gibt's nicht. Gadgets gehen nicht. Wäre keine Platin-Trophäe, wenn nicht Schweiß fließt. Wenn nicht Tränen fließen. Halt die Fresse. Das ist ein Hurensohn. Der war easy. Aber Gulp ist ein dummes Pisskind. Gulp, mach ihn fertig und du kriegst so viele Feen, wie du essen kannst. Was bei seiner Masse nicht schwer sein wird. So, komm, zack, zack. Das ist nice. Komm. Ja! Because that is fair. Also ist schön, ich habe beide damit getroffen. Oh Mensch. Über ihn drüber. Sag mal, jetzt willst du mich verarschen, Spiel. Sag, jetzt willst du mich echt nur verarschen. Gesicht. Geht doch. Ich hätte jetzt schon gedacht, ich nehme dadurch jetzt auch noch Schaden. Jo. Oh, Rakete. Nice. Mann, lenk es doch richtig. Was soll denn das? Könnt ihr mir nur noch Raketen geben? Boom. Wunderbar. Ich finde es interessant, wenn man direkt vor ihm wegläuft, dann trifft er einen. Aber wenn man in so einem leichten Winkel, dann nicht, aus irgendeinem Grund. Du bist merkwürdig. Du bist ein Hurensohn. Ich nehme alles zurück. Ja, was sind die nicht auch merkwürdig? Hm. Ach komm. Wäre nicht so schlimm, wäre dieser Boss nicht 90% Wartezeit. Und 50% Kisten-Bullshit. Weil du dann auf einmal 2 cm zu weit links stehst und das Ding dann nach Nirvana fliegt. Oh. Oh, komm, mach mal ein bisschen zügig. Hier mal alles von der Deutschen Bahn abgucken. Hätte ihn das nicht eigentlich zweimal treffen müssen. Holla, die Waldfee. Gut, ich dachte, mein Maul explodiert jetzt oder sowas. Watch me, Draghi. Ich schaff das doch ohne. Ohne Gadgets. Ohne Inspektor Gadget.
Nö. Töte mich. Töte du mich. Weißt du, du dauerst mir zu lange. Ich kenne mich selber. Das ist Bullshit. Das war Bullshit. Absoluter Bullshit. Alter. Weißt du, ich stehe einen Meter neben der Kiste. Spiel denkt sich, nee, tust du nicht. Fuck you. Ja, Mann. Fuck you. So. Fuck you. Dumm Plasmakanon, scheiße. Spicy. Aber manchmal entscheidet er sich, dass er mehr zu dir zielt und manchmal nicht. Deswegen. Das war richtig kacke mit dem Kram. Norm. So. Was haben wir? Also Angel, du weißt doch mittlerweile, Good Stuff ist immer Good Stuff. Und es ist immer Good Stuff. It's the Good Stuff. Long Range ist das echt ätzend. Also die Bombe hätte ich jetzt sowieso nicht nutzen können. Wäre es ein Fass gewesen, hätte ich es noch versucht. So, Ei, komm, bitte. Mann, wo bleiben die denn so lange? Achso, Long Range ist das eigentlich richtig chillig. Wenn ich noch treffen könnte. Ja, macht nichts. Egal. Diese scheiß Dinos nicht immer so ewig brauchen würden, mal ein neues Zeug zu schmeißen. Das konnte ich doch nicht mal sehen. Mann. Das ist gut, Draghi. Das ist gut. Eigentlich muss ich immer nur hoffen, dass nicht irgendwie, ne, dass auf einmal Bullshit ankommt. Das war... something. Nice. Das kann ich jetzt... Das ist so dumm! Ey, dass du das nicht machen kannst! Der Anfang ist so kacke gegen den! Ach komm, hier. Entzünden. Der Anfang... Ja, mach es kaputt! RNG ist, das ist was Tolles. Schön, hier ist eine Tonne irgendwo. Ja. RNGesus. Everyone loves him. He's a dickhead. RNG, eine schöne Musikrichtung. So, komm. Oh ne, Kumpel. Der Bombe muss man auch immer noch warten, bis sie dann mal irgendwann hochgeht. Ah. Nice. Warte aber kurz. Komm, gib mir was Gutes. Gib mir eine Tonne. Auch gut. Nice. Die Raketen-Combo. Die ist immer nice. Die ist schön. Die möchte ich sehen. Die Raketen-Combo. Kacke schon weg gewesen, ey.
Ach, Ripto muss ja auch noch mit einer Rakete anschießen. Auch noch wunderbar. Das ist ja noch mehr Zeug auf meiner To-Do-Liste. Nee, ich schaff das so. Ich mach das so. Was für ein Gadget könnte mir dabei helfen? Dauerhaftes Todesfeuer, sie einfach niederballern muss oder was? Wie ja, hä? Ich kann mir kein Gadget vorstellen, was mir für diesen Könnerpunkt helfen soll. Du sollst ja nicht getroffen werden. Time Mode, die scheiß Dinos kommen tatsächlich mal nicht alle Lichtjahre. Halt dein Maul. Mann, wie soll ich Ripto mit einer Rakete treffen? Und warum? Null! Mach ihn fertig und du kriegst so viele Fee wie du es. Das werde ich genießen. Ah, geil. Sogar kaputt gegangen, das ist ja wunderbar. Diesen Ton zu treffen ist echt eine Kunst für sich. Versuch das jetzt mal mit den. Ich mach das mal mit den Raketen gleich. Ja, Kulla noch sonst wohin. Scheiße, Ionenkanonen, Kacke. Auf jeden Fall habe ich genug Zeit, wenn ich eine Rakete habe. So macht man das. Bullshit. Aber umso besser. Wow, echt jetzt? Ja gut, da ich aber eh jetzt... Fuck you. Schön, wie die Scheiße trifft. Nämlich so gar nicht. Ich erinnere mich da auch an nichts, wo... Oh, so geht das auch. Erst stoßen, dann anzünden. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich Ripto getroffen habe. Ich habe gedacht, ich habe voll daneben geschossen. Norm. Skip it, bitte, bap. Da. Der Typ hat aber auch viel Energie, ey. Junge, voller Kraft und voller Polygone. Ja, vor allem so viele Polygone. Die meinen ganzen Kram kaputt machen, ey. Ja, die Pixelbomber eben nichts gegen ankämpfen. Oh, schön! Triff halt nicht, ist auch gut.
okay. Er kennt so langsam seinen scheiß Bedarf, also seinen scheiß Rhythmus, wenn er schießt, wie er schießt dann. Wie du gehst, wie du schießt, wie du schießt. Ach ja, jetzt frisst er den Kram ja auch noch und hat dann Special Moves. Ganz vergessen. Das kann der ja auch. Der weiß, wie er seinen Maul aufmacht und da in die Luke was reinfüllt. Hat doch voll von Warpul geklaut. Echt mal. Ja, richtig. Mittlerweile eigentlich noch. Hm? Das Warpul mittlerweile eigentlich noch. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist. Schade. Ich mochte den alten Müllschlucker irgendwie. So ein bisschen, ne? Er war halt ein riesen Vollidiot, aber er hat eine große Fresse. Hat mich? Nee, wurde nicht getroffen. Aber er hätte da gern stehen bleiben können. Da hat er mich nämlich nie getroffen, weil das so weit weg war. Ja, gut. Das ist so kacke! Ey. Ja. Jetzt habe ich ihn schon so weit gehabt. Ach Mann. Warum gibt's zwei fucking Fähigkeitspunkte bei diesem Kackboss? Vor allem, ich hatte es. Ist das Nervigste. Ich hatte es schon und dann hat das Spiel gesagt, nee, fuck you. Es explodiert ihm sein Gesicht, komm. Also. Ach der, du mich auch, ey. Du mich auch. Und jedes Mal ein Loading Screen. Jedes Mal. Komm. Das war mal nicht nah genug an mir dran, damit es mich tötet. Der war fies. Okay, ich habe ihn halt doch nicht raus, also... Ja, ich befolge eigentlich gerade nur das, was Draghi sagt. Und sie meint, das ist Trophy-Voraussetzung, dass ich den Blödsinn hier mache. Deswegen hoffe ich mal... Ich kotze. Ey, warum schießt du denn daneben? Warum hast du nicht gezielt? Guck dir den Beater an, der hat sogar einen Aimbot. Mach doch mal weit, Mann! Was soll denn der Blödsinn? Überwiegend ist es leider echt, dass du denn gegen den Scheiß vom Spiel ankämpfst, ey, das ist dumm! Ey, das ist einfach nur blöd. Weißt du, du stehst genau richtig und dann denkst du, das scheiß Fass, nee, ich flieg jetzt mal nur die Hälfte der Strecke, wie wär's damit? Wie wär's, wenn ich einfach nur so ein bisschen, wenn ich ab der Hälfte aufhöre? Ist ja so weit. Ja, was war das denn jetzt? Thanks a lot. Komm. Okay, das war. Mach es doch richtig. Mensch. Was hat mich getroffen? Da war nichts. Sag mal. Oh.
Oh wow, es fliegt mal richtig. Das ist ja ganz reizend. Ich muss mal mit der Scheiße rumschlagen, bis sich das Spiel entschließt, mir dazu mal wieder was zu geben. Das ist halt das Nervigste. Es dauert so elendig lange, bis mal wieder neue Waffen rauskommen dann. Dass du in der Zeit denn schon wieder 10-mal getroffen werden kannst einfach. Das Problem ist, er hat ein machbares Muster. Nur du. Es ist halt dieser andere Kram, der einen abfuckt. Unter anderem der Scheiß hier. Das ist manchmal die Hitbox. Und dass ich jetzt hier keine Items kriege über Stunden gefühlt. Aber immer weiter ausweichen muss. Wo bleiben die denn jetzt? Hallo? Sag mal, verarschen jetzt hier oder was? Ich brauch Items. Hallo? Ja, ist schön, ne? Schönes Spiel. Ich krieg keine Items mehr. Hä? What the fuck? Ah, jetzt kommen sie mal wieder. Oh, schön. Na, war der Urlaub nice? Ja, jetzt werde ich natürlich getroffen. Ey, du dummes Scheißspiel. Genau das meine ich. Das ist Bullshit. Wenn das wirklich irgendwie Voraussetzung ist, ey. Oh, mach. Ist ein fucking Game Over Screen. Du sollst nicht die gesamte Welt von Assassin's Creed nachladen. Hä? Ohne Futter zu beschädigen? Was? Schieße kommt aus ihr ohne Futter zu beschädigen. Moment mal. Perfect ist gar keine. Verschwende hier also gerade meine Zeit für etwas, was ich die ganze Zeit nicht hätte machen müssen. Das ist gar keine Trophäe. Ich brauche gar keine Könnerpunkte. Wow. Ich darf kein Futter beschädigen. Oh wow. Ich darf also kein Health aufsammeln. Ich darf getroffen werden, nur ich darf nicht hier Nachschub beschädigen. Ich sitze jetzt hier über eine halbe Stunde und versuche die Scheiße auf perfekt zu machen, obwohl ich das gar nicht muss. Das sind Spark-Schmetterlinge, ja. Muss ich ja nicht. Wenn ich die Health-Punkte in Ruhe lasse, da passiert da ja nichts. Oder dieses Achievement ist wieder scheiße geschrieben. Ich weiß es nicht. Kann beides sein. Hab ich auch schon gehabt. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Es gibt nämlich für absolut keinen einzigen Könnerpunkt irgendwie eine Trophäe oder ähnliches. Wie hat der sich denn jetzt getroffen? Ja, aber trotzdem, dass eben, dass hier einfach keine Items gedroppt sind, das war purer Bullshit und das wisst ihr zum Glück auch. Ich sitze hier eine Dreiviertelstunde und es spawnt einfach nichts. Darf einfach nur hier halt kein Dings, ne? Ja,
ist mir jetzt egal. Die Kosten, ne? Ich darf halt nur kein Futter beschädigen. Und wenn ich die Trophäe habe, dann weiß ich es ja. Ich mach das jetzt einfach mal weiter. Ich fahre jetzt einfach mal bis zur nächsten Station und denke so, go fuck ist ja. Oh, macht nichts. Mach ruhig. Ja, stimmt, das macht mir ja keinen Schaden dabei, aber. So, le fuck you. Ja, guck mal, das ist Futter. Das darf ich nicht, mach ruhig. Ich habe das nicht gemacht jetzt. Und ich höre heute nicht auf, ehe ich diese Trophäe habe, also davon mal abgesehen. Gut, das heißt, ich muss jetzt halt damit leben, dass er sich heilen darf, aber ich halt nicht. Ach, scheiße. Das hier ohne Damage, das ist dämlich. Das darf er sich wieder heilen, leider. Das ist irgendwo asozial. Jetzt schießt der noch mehr, Alter. Oh, nice. Och, geil. Ja, natürlich. Der Scheiß ist so weit von mir abgeprallt. Der darf sich noch weiter heilen. Ja, das ist retarded. Komm. Ja, aber das ist doch bescheuert. Warum drückt man das denn so aus? Mensch. Ich sitze hier die ganze Zeit und versuche den Kram irgendwie ohne Schaden zu machen, weißt du? Dabei muss ich das nicht mal. Gib mich mit diesen Bullshit-Mechanics hier ab. Um nur dann funktionieren, wenn ich mal danach ist. Den Kram auszuweichen, ihr habt ja gesehen. Wenn das Spiel sich entschließt, mir einfach keine Items zu geben, weil der Tyrodactylus da oben schon wieder festhängt. Was der Grund sein könnte, warum ich das eine Mal keine Items mehr gekriegt habe. Aber stimmt, das könnte es natürlich sein. Wenn er jetzt natürlich mit jeder Runde immer wieder einen Huhn zurückkriegt, dann ist das sowieso scheiße. Sorry, aber wenn sich die Viecher hier irgendwo festbuggen, dann versag ich irgendwo dazu einzusehen, dass das meine Schuld als Spieler ist. Also, sorry. Aber das sehe ich dann irgendwo nicht. Da kann ich dann nichts für, wenn sich irgendwo so ein scheiß Vieh da oben festbuggt. Wo ich sowieso nicht rankomme. Loser. Ja, geil. Nice aim. Oh, nice. Ja, richtig. Warum läufst du denn? Fettes Stück konntest doch sonst noch nicht laufen. Mann. Vier. Da ist es easy. Easy ist das. Erster Versuch. Hält er sich sowieso oder habe ich einen Knick in der Optik? Ah, das habe ich mittlerweile raus. Alter. Selbst Piccolo könnte mir nicht mehr sagen, dass ich ausweichen soll. Ah, guck
mal. So einfach. Einmal wurde ich bislang nur getroffen. Doch Pisskram ist der. Doch Pissenjissen. Das wird doch noch. Das kriegen wir hin. Da auf Max Range kann der Typ sowieso nichts. Fressen wir das. Ah, super. Na gut. Ah, shit. Natürlich weniger gut. Aber ich, ja. Hoppapa. So, einmal noch und dann haben wir das Ganze schon. Dann, Ladies and Gentlemen, dann können wir nach Hause. Dann gibt das endlich Suppe von Oma, wie wir es schon immer wollten. Wenn jetzt diese scheiß Dinos mir nochmal was geben. Da, so easy. Und der. Da, easy. Ich wurde jetzt einmal getroffen. Braucht man gar nicht. Man braucht weder die Könnerpunkte. Das ist so. Pyro, das war toll. Das ist gerade frustrierend. Hey Laura, wo kommst du denn her? Ich war bei der Burg in der herbstlichen Heimat. Die Burg ist jetzt wieder frei. Keine Spur von Ripto. Und seit du hier bist, kommen die Kreaturen von Avala endlich miteinander klar. Da du so viel für Avala getan hast und ich weiß, wie sehr du dir einen Urlaub wünschst, wollten wir unbedingt was Gutes für dich tun. Fucking first try. Nicht viel, aber hoffentlich magst du es. Oh, wow, das ist toll. Aber kommst du nicht mit? Nein. Wäre schön, aber ich muss nach dem Professor in der Wintertundra sehen. Er repariert noch das Superportal, damit du nach Hause kannst. Oh, das klingt ja sehr spannend. Ah. Dann hänge ich hier mal eine Weile rum und genieße die Sonne. Du meinst die Lava. Hey, wo ist die Laura hin? Ich folge ihr besser. Oh boy. Ja, Mensch, das gut. Dann habe ich mir hier mehr Arbeit gemacht, mal wieder, als ich musste. Aber es steht ja echt nichts drin, dass man alle Könnerpunkte haben muss. Ich bin davon ausgegangen, dass man das muss. Muss man nicht mal. Das ist, also ist es auf Platin noch piss einfacher, als ich mir eigentlich gedacht hatte. Ich glaube, ich habe die Lösung, um mit dem Superportal die Drachenwelten zu erreichen. Dieser Energiekristall sollte die nötige Kraft bringen. Jetzt fehlen nur noch ein paar letzte Berechnungen. Ich glaube, ich hab's. Exzellent. Endlich ist alles vorbereitet. Wir brauchen noch viel mehr Kugeln, aber dank des Energiekristalls sollte das Superportal jetzt funktionieren. Bombe. So, ihr dachtet wohl, ihr wärt mich losgeworden. Alter, Ripto ist voll der Terrorist, ey. Ich habe dem fetten Geldsack ein paar Bomben abgekauft. Schnell! Wollt ihr keine Bomben mehr? Wag es nicht, Bücherwurm. Sonst bist du nur noch ein kluges Häuflein Asche. Genau richtig für mein neues Zepter. Jäger, tu doch was. Schnell! Hey, gib ihn zurück! Ich hab's versucht. Ihr Idiot! Alter Jäger, du bist so nützlich wie eine leere Tube Zahnpasta. Dann benenne ich diesen Ort um in Riptonia. Was ist, wenn in Riptonia jemand stirbt? Wird er dann gerippt? Oh boy, also habe ich mir hier gerade mehr Arbeit gemacht, als ich musste. Hey. Spyro, Ripto ist auf freiem Fuß. Schön. Und hat uns aus der Burg verbannt. Nice. Und schlimmer, er hat unseren neuen Energiekristall für das Superportal gestohlen. Oh, wird mir stinken, wenn ich ihr werde. Ich meine, ich gucke jetzt nochmal durch, ja? Nur damit ich jetzt halt wirklich nichts vergessen habe. Ich meine, ich habe kaum was gemacht und 45% schon. Alle Trophäen, ja, das ist halt, ja, das ist eine Mission. Einschenken, ja, das ist auch eine Mission. Reste alle Zuschauer, das ist auch was ich nebenbei machen kann. Und das ist auch easy.
Lass dich von Bob, nicht von Bob treffen. Ich habe keine Ahnung mehr, wer Bob war. Muss ich noch großer mal Typ, Knarren, Metall, Hütchen. Doch nicht der Bob. Es gibt nur den Bob. Auch easy, muss ich sowieso noch mal hin. Nicht das gefährliche Wasser. Auch easy. Besiege alle Schneemobile und besiege dann die Hängegleiter. Ich muss also tatsächlich nicht mal diese ganzen Zeitrekorde machen. Im Metro stecken zuerst alle Tauben. Los in der Wintertundra, jeden Felsen mit dem Kopf. Triff alle Schafe im Wolkentempel, besiege im Osten. Was? Besiege einen Ochsen, ohne getroffen zu werden. Den Ochsen? Was für ein Ochsen? Kobobinen, die spucken. In unserer Plus Arena alle drei Arten von Power-Ups. Selbst das ist easy. Weißt du, das muss ich so oder so, glaube ich, machen. Besiege 5 Buggies beim Stürmen. Schalte die permanente Superflamme frei. Wait a second. Wie schalte ich die frei? Nee, warte mal. Nee, das wäre ja Blödsinn. Nee, ich meine, ich hatte die permanente Superflamme mal. Das ist, wenn man das Spiel quasi 100% alles eingesammelt hat, ne? Ich meine, das ist dafür die Belohnung, also ja. Ja, also brauche ich diese Könnerpunkte gar nicht. Ich habe es mir also heute schwerer gemacht, als es musste. Ich sollte vielleicht in nächster Zeit einfach mal Trophäen vorher lesen, bevor ich sowas plane. Wäre vielleicht eine Idee. Oh boy. Alter, ich hab schon...